Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es von mir die Shortlist, denn diese wurde endlich bekannt gegeben. Ich war ja sehr gespannt und ja, jetzt ist sie endlich raus. Ich hab die Shortlist ja schon auf Instagram bekannt gegeben und wollte das natürlich jetzt nochmal hier in Form eines Videos machen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt einmal an. Es sind wie gesagt 6 Bücher auf der Shortlist gelandet und ja, ich zeige sie euch jetzt einfach mal und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was auf der Shortlist gelandet ist, ist PS Du fehlst mir von Hannah Sieban. Dieses Buch habe ich ja auch bereits gelesen und fand es ja richtig schön. Und ich habe euch ja auch eine Rezension dazu abgedreht, also werde ich diese auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ich fand die Geschichte ja richtig gut und ja, ich mochte den Schreibstil total gerne. Es war so ein Schreibstil, der einfach süchtig macht, wo man überhaupt nicht mehr aufhören kann zu lesen. Und es ist eine richtig tolle Liebesgeschichte gewesen und ja, deswegen bin ich sehr froh, dass dieses Buch auf der Shortlist gelandet ist. Es war tatsächlich auch von den Büchern, die ich gelesen hatte bis dahin, eins meiner Favoriten und deswegen bin ich wirklich sehr happy. Und ja, ich drücke auf jeden Fall natürlich allen Büchern die Daumen, denn jetzt geht es um den Self-Publishing-Preis, denn die Bekanntmachung ist ja die Preisverleihung. Die Preisverleihung findet auf der Frankfurter Buchmesse statt am 18.10. Und ja, ich freue mich schon wirklich sehr darauf und drücke wirklich jedem Buch die Daumen, denn ich denke, dass jedes Buch es verdient hat, weil da wirklich viel Mühe und Arbeit und Liebe drin steckt. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Und zwar haben wir als nächstes Mieb und Moppe, alles reine Verwandlungssache von Steen Oliver. Und ja, in dieses Buch habe ich jetzt schon reingelesen und ich mag es echt gerne. Es hat so ein, ja, es hat einfach nur einen bestimmten Humor, den ich irgendwie total mag. Und auch der Schreibstil ist richtig gut. Ich habe eigentlich in dieses Buch reingelesen mit meiner Schwester zusammen. Und irgendwie fanden wir es dann so witzig, dass wir unbedingt wissen wollten, okay, komm, wie geht's weiter, was passiert? Und ja, auch hier, ich habe es noch nicht ganz durch. Ich bin eigentlich noch gar nicht so weit, muss ich sagen. Bei Seite 62 bin ich erst so weit. Aber bis dahin gefiel es mir auf jeden Fall ganz gut. Und ja, auch dieses Buch hat es auf die Shortlist geschafft. Ich drücke auch hier der Autorin ganz doll die Daumen. Und ja, freue mich sehr, dass dieses Buch es geschafft hat. Hier sind auch super süße Illustrationen übrigens drin. Dann, das nächste Buch ist Ghetto Kind. Das ist ein historischer Roman. Hier geht es um zwei Kinder, die im Ghetto ums Überleben kämpfen. Und einen mächtigen Mann, der ihnen dabei hilft. Doch er hilft wohl auch ihren Feinden. Und ja, jede Hilfe hat seinen Preis. Die Enkel dieser beiden begeben sich wohl Jahrzehnte später auf Spurensuche. Und dabei decken sie ein schmutziges Geheimnis auf. Ein Roman über Schuld und Scham. Eine Geschichte, in der die Grenzen zwischen Opfern und Tätern verschwimmen scheinen. Es hört sich richtig gut an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Mensch, der historische Romane liest, aber ich finde, vom Klappentext hört es sich auf jeden Fall sehr gut an. Das Cover ist ziemlich düster, wie ich finde. Aber je nachdem, wie die Geschichte ist, passt es wahrscheinlich dazu. Das Buch ist übrigens von Cornelia Lotter und auch dieses hat es auch die Shortlist geschafft. Und ja, wie gesagt, ich finde, es hört sich sehr gut an. Und mal schauen, vielleicht werde ich es auch lesen. Wie gesagt, eigentlich bin ich gar nicht, also ich lese keine historischen Romane, aber ich habe auch noch nie eins gelesen. Deswegen kann ich auch gar nicht sagen, ob sie mir gefallen oder nicht gefallen. Das ist einfach auch so eine Sache wie ein Thriller. Da müsste ich mich einfach mal rantrauen. Und ja, wer weiß, vielleicht werde ich das ja mal hiermit probieren. Und ja, dann haben wir Zeit des Mutes von Christiane Lind, oh mein Gott, Entschuldigung, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ich finde das Cover wunderschön, muss ich sagen. Mir gefällt das Cover unglaublich gut und ja, hier habe ich auch noch nicht gelesen, das Buch. Ich werde euch auf jeden Fall alle Bücher unten in die Infobox verlinken. Da könnt ihr da mal vorbeischauen, wenn sie euch interessieren oder ihr einfach mal den Klappentext lesen möchtet. Das könnt ihr super gerne machen. Und ich verlinke euch auch die Seite vom Deutschen Self-Publishing-Preis. Ich meine, da konnte man die Leseproben lesen. Da könnt ihr da auch super gerne mal reinlesen, weil hier sind wirklich einige Schätzchen bei. Und ja, das nächste, was ich hier habe, ist auch super süß, nämlich das Mucksmäuschen von Monika Augustin. Das ist so ein kleines, süßes Kinderbuch.
Buch, eine kleine Kindergeschichte. Und ich habe das gelesen, ich habe sowas eigentlich noch nie gelesen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich fand das einfach so niedlich. Ist natürlich, das hat man, sag ich mal, eine Viertelstunde durch, wenn überhaupt. Aber ich fand, was ich hier besonders schön fand, sind die Zeichnungen. Ich fand die so süß, vor allem den Fuchs. Ich habe so eine Schwäche für Füchse. Und hier sind auch, es ist so, so schön gezeichnet. Und es ist einfach so, so liebevoll. Das mag ich sehr, sehr gerne, das wisst ihr ja. Und deswegen fand ich das einfach so süß. Und natürlich, die Geschichte war auch richtig niedlich. Es ist halt natürlich eine Kindergeschichte. Aber ich habe mir so gedacht, okay, komm, liest du mal, weil ich eigentlich so viele Bücher wie möglich davon lesen möchte, von diesen ganzen Büchern, die jetzt vor allem auch auf der Shortlist sind. Und deswegen, ja, das war super, super süß. Ich kann euch ja mal ganz kurz den Text vorlesen, worum es geht. Die Mucksmäuschen aus dem grünen sonnigen Tal sind fleißig und rücksichtsvoll. Wenn sie sprechen, dann nur wenige Worte und die sehr leise. Deshalb vergessen die anderen Tiere meistens, dass die Mucksmäuschen auch noch da sind. Doch eines Tages droht den nichtsahnenden Tieren im Tal großes Unheil. Also wie gesagt, eine super süße Geschichte und ich mochte die Zeichnungen. Und ja, drück auch diesem Buch die Daumen, dass es gewinnt. Und da sind wir tatsächlich schon beim letzten Buch angekommen, nämlich Das Erbe der Rauhnacht von Birgit Jacquel. Und das war ja eins der Bücher, als ich euch die vorgestellt habe, habe ich ja gesagt, das möchte ich auch unbedingt lesen, weil es sich einfach so, so gut anhört und es klingt einfach nach einer richtig tollen Geschichte. Also, in den Rauhnächten öffnen sich die Grenzen zwischen den Welten. Im 16. Jahrhundert sucht die wilde Jagd in den Rauhnächten Dörfer und Klöster heim. Trotz der Gefahr, als Verbrecher verfolgt zu werden, schließt sich der junge Knecht Rob der Bande um Krampus an. Doch die wahre Anführerin der wilden Jagd ist Perchta, geheimnisvoll, widersprüchlich, unnahbar. Rob setzt alles daran, die Anerkennung seiner Gefährten und Perchtas Gunst zu gewinnen. Dabei stammen sie aus Welten, die weiter voneinander entfernt nicht sein könnten. Und ihre Gegner sind mächtig. Ein uralter Mythos, eine Bande im Zeitalter der Reformation, eine aussichtslose Liebe, der neue historische Fantasy-Roman von der Autorin Die Druidin. Kenne ich nicht Die Druidin, aber auch das hier ist ein historischer Fantasy-Roman, aber ich mag Fantasy sehr, sehr gerne. Deswegen denke ich, dass das was für mich sein könnte. Und ja, möchte das auf jeden Fall noch lesen. Es wird natürlich zu jedem Buch, was ich noch lese, eine Rezension geben. Und ja, das war die Shortlist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Shortlist haltet und ob ihr vielleicht ein Buch davon kennt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!